Servus in München! Wochenauftakt in Bayerns Landeshauptstadt. Das Münchner Publikum ist verwöhnt und schaut genau hin. Zum Beispiel an Tag 4 bei Traditionskoch Christian. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bei meinem Teller haben leider 3 Zutaten, die auf der Karte stehen, gefehlt. Da bin ich jetzt schon ein bisschen angepisst. Auch Schauspielerin Doreen braucht Nerven. Das war mir dann geschmacklich zu süß. Das tut weh. Vielleicht trifft ja die griechische Küche den Geschmack der Mitstreiter. Es war sehr spannend, aber vielleicht kriegt er noch ein Highlight rein. Von wegen. Das ist ein Dessert, das braucht genau ein Highlight. Das ist genau auf den Punkt, so wie das sein muss. Wie man in den Wald hineinschreit, so schallt es nämlich auch heraus. Den Anfang macht heute David im hippen Schwabing. Den zeige ich jetzt mal, wie die Highlights aus der israelisch-arabischen Küche bei uns hier in München in der Helene auf den Teller kommen. Eine Entdeckungsreise durch den Nahen Osten. Ob Davids Mitstreiter da mitgehen? Diese Granatapfel, die passen nicht, aber ansonsten ist alles sehr gut. 2 Granatäpfel passen da nicht dazu, da muss ich, schmunzel einfach mal, oder? Auf geht's, Packmas, die Münchner Herausforderer im Überblick. Davids Lokal heißt Helene liebt dich, aber lieben die Mitstreiter auch sein Konzept? An Tag 2 verspricht uns Dimitri im Kymata griechische Küche auf Höchstniveau. Tags darauf besuchen wir Paradiesvogel Doreen im Dürnbäcker. Ihr Motto, erlaubt ist, was Spaß macht. Im alten Wirt Forstenried möchte Christian mit bodenständiger bayerischer Küche glänzen. Und am Finaltag empfängt uns Alex im Riederstein. Das wird zünftig. Früher war Schwabing das Zentrum der Münchner Bohème. Und auch heute noch tummelt sich hier alles, was hip ist. So, meine Lieben, mein Lokal, dein Lokal ist in einer wunderschönen Stadt. Wir sind in München. Ne? Hier gibt es nicht nur Biergartenkultur per excellence und Tradition. Hier gibt es alles. Das ist eine Weltstadt, Leute. Hier kannst du türkisch, arabisch, chinesisch, thailändisch, vietnamesisch, israelisch. Hier gibt es alles. Okay? Und zu dem wir jetzt gehen, das ist der liebe David. Da weiß ich überhaupt nicht, was auf uns zukommt, weil der Laden heißt Helene liebt dich. Wenn das mit der Helene zu tun hat, die ich auch kenne aus der Musikbranche, dann würde ich sagen, lieb mich bitte. Wenn das meine Freundin hört, uiuiui. Da ist er scheiße vorbeigelaufen. Da hab ich, jetzt, ich war so gerade in der Moderation. Servus. Servus. Mensch, du gehörst zu der Helene, da bist du bei mir richtig. Ja, ich habe gerade gesagt, wenn es mit der zu tun hat, komme ich damit zurecht. Das erzähle ich dir gleich. Ja, bin ich gespannt, ne? wie man zu einem Namen für ein Restaurant namens Helene liebt dich kommt. Ne? Zu Davids Lokal gehört auch ein Tanzclub. Die Sache mit dem Namen und so weiter verklickert uns der gebürtige Hannoveraner am besten selbst. Ich bin eigentlich Jurist. Ich führe gemeinsam mit meinem Partner eine Event- und Marketingagentur. Okay, und wie kam es dann zu dem Schritt in die Gastronomie? Wir haben uns um das Marketing des Helene Disco gekümmert. Und als der Betreiber dann aufhören wollte, weil er nach Griechenland ausgewandert ist, hat er uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, das Restaurant auch zu übernehmen. Und so sind wir dann Gastwirte geworden. Also als Jurist dann quasi Betreiber der schönen Helene hier in Schwabing. Also da brauchst du als Gast jetzt nicht, den brauchst du nicht komisch kommen, ne? Ja, eine Haare in der Suppe. Darf ich vorstellen, David, Jurist. Oh, da war doch nichts drin. Toll, nett eingedeckt, nicht so überstylt, aber richtig nette Farben, warm ist es. Helene liebt dich heißt was? Also ursprünglich mal orientiert an Helene Fischer, als das der große Hit war, Atemlos. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Und der Name hat uns so gut gefallen, ist so gut eingeführt gewesen, Helene liebt dich, dass wir gesagt haben, Helene liebt dich, das war der große Hit. Da haben wir gesagt, das gefällt uns und da können wir schön mitspielen, das behalten wir. Okay. Wir machen hier kosmopolitisches Fancy Food mit Fokus auf Israel, Best of der arabischen Welt und das Ganze mit einem internationalen Twist, also auch ein bisschen asiatisch drin. Wir benutzen keine Tiefkühlwaren, keine Convenience-Produkte, sondern versuchen wirklich den gesamten Prozess selber zu machen. Tolle Lage, Schwabing, da passt das super hin, wenn man also Restaurant mit Club verbindet, absolut. Dann auch dieser moderne Touch, israelisch, arabisch oder auch asiatische Einflüsse, was er sagt, das funktioniert dort. Jetzt schauen wir mal, wie die Umsetzung ist. Dank halb verglaster Küchenwand kann hier jeder dem Koch winken und auf die Finger schauen. Jetzt stelle ich dir mal den Stefan vor, unseren Chefkoch. Der Stefan hat über 20 Jahre Erfahrung als Koch
Und den haben wir in... Servus! Servus! Hallo! Also, wie macht man heute so? Dem haben wir alle israelischen Kochbücher gegeben. Dann hat er sich durchgearbeitet und baut hier eine Bombenküche hin für uns. Okay. Super Gerichte und sind wir sehr zufrieden. Pass auf, also mit der Küche muss man sich dann aber auch beschäftigen. Ne? Viel vegetarische Gerichte, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Viel vegan, vegetarisch. Vegan, vegetarisch, auch, ja, ja. Gell? Und immer irgendwie für mich natürlich auch, hat immer so dieses Exotische, aber auch diese Leichtigkeit. Ja, viel frische Produkte. Weltoffen, ja. Kosmopolitisch passt natürlich. Ne? Ja, also das ist schon cool. Ja, man kann diese israelische Küche auch als, Puzzle bezeichnen. Ne? Zusammengepuzzelt aus der ganzen Welt. Oder gefladert. Ne? Überall ein bisschen was geklaut. Das mache ich ja auch bei meinem Lokal, dein Lokal. Ja, du bekommst heute einen Thunfisch in Sesammantel paniert, okay, mit einem Mango-Avocado-Tatar und mit einem selbstgemachten Rhabarber-Chardonnay dazu. Das hört sich schlank an. Das ist ja, fast das ist ganz was. Gut. Da freut sich der Ranzen vor dem Tanzen. Aber erstmal muss Stefan seinen Sesam-Thunfisch mit Mango-Tatar zubereiten. Womit geht's los? Also ich mache gerade das Mango-Avocado-Tatar. Mhm. Wird es denn weitermachen? Dann haben wir natürlich hier ist unser Thunfisch. Okay. Den hätte ich dann schon mal da. Fein. Okay. Haben wir hier ganz normalen Yellowfin. Gestern frisch bekommen. Yellowfin ist ja schon. Sieht super schön aus, ja. Top-Qualität, schöne Farbe. Genau. Ne? Wir machen Sashimi-Qualität halt natürlich, ja, und braten ihn nur ganz kurz auf beiden Seiten an. Und innen drin schön. Fächern, dass so schön richtig wirklich rot ist drin. Sashimi-Qualität ist eben, damit man ihn roh verzehren kann. Witzig, eine kleine Information, Thunfisch kann farblich tatsächlich anders ausschauen. Ne? Also wenn man den aus Kroatien mal vergleicht mit dem aus den Malediven, ist der auch im Rohzustand, haben die komplett andere Farben. Ne? Also tolle Nummer, schön. Auch die Idee mit dem Mango-Tatar ist alles andere als 0815. Bei der folgenden Zutat scheiden sich die Geister ja bekanntlich. Ich kann schon den Koriander liebhaben. Das ist, ja, ich auch. Clever. Sehr clever, würde ich sagen. Ne? Also das ist auch typisch, ne? Für das Arabische, Orientalische, Asiatische. Alles, was Sie vom Konzept gesagt haben, wird hier für mich genommen. Ne? So, jetzt haben wir ein bisschen Chili. Ja, kann ja ruhig ein bisschen Pfiff haben. Dann der Microblend noch ein bisschen Ingwer. Und eine Prise Limettenabrieb. Im nächsten Schritt verfeinert Stefan das Ganze mit Limettensaft und Sojasauce. Dann würde ich da, weil haben wir da noch das Sesamöl. Da würde ich halt auch nicht zu viel nehmen, damit nicht alles nur nach Sesam schmeckt. Ja, ja. Ganz, ganz simpel gemacht. Das wird bestimmt richtig lecker. So richtig was Frisches, ne? Mal schauen, was der gelernte Koch mit dem Thunfisch vorhat. Also nur Salz, Pfeffer, passt. Salz, Pfeffer, dann würde ich da noch ein bisschen, ein kleines bisschen Limettensaft mit drauf machen. Das ist dann auch ein bisschen so. Da sieht man, wie die weißen Stellen, wie sofort der anfängt zu garen. Ne? Richtig, genau. Ja, das Eiweiß reagiert sofort auf die Säure, ne? Und tatsächlich, das ist ja dieses Thema, wenn man gehört hat, Beizen. Dann ist ja durch einen Beizprozess gart man ja dann ein Produkt. Und deswegen, wenn man Säure auf den Fisch geben will, dann eventuell nur unmittelbar vorm Braten, vorm Garen. Ich persönlich mach's ganz zum Schluss. Ist viel frischer, viel besser. Als nächstes paniert Stefan seinen Thunfisch mit weißem und schwarzem Sesam. Und lassen den jetzt auf beiden Seiten 30, 40 Sekunden anbraten. Darf ich mir einfach nur aus Neugierde einen ganz kleinen Teller mit dem Messer so ein bisschen herrichten und zum Naschen schon gehen? Oder? Weil wenn ich schon mal da bin, dann denke ich mir... Selbstverständlich, da kannst du ja schon mal alles durchprobieren, ja. Und Mike, hast du Hunger mitgebracht? Es schaut so einladend aus, ne? Muss ja ein bisschen... Ja, ist Montag, ne? Ich habe noch nicht... Kein Frühstück hatte ich auch nicht und... Ein Glück ist der Sesam-Thunfisch fast fertig. Bis gleich, gell? Du kommst mit raus, oder? Ich komme mit raus, ja. Jetzt muss Küchenchef Stefan nur noch dafür sorgen, dass das Gericht auch im Zusammenspiel appetitlich aussieht. Schön. Und der Wettertiller. Also für mich optisch wunderschön. Da ist David erstmal erleichtert, wenn jetzt auch noch geschmacklich alles passt. Nun denn, Mike, was spricht dein Gaumen? Für mich ist es jetzt einfach eine Top-Qualität an Thunfisch. Top zubereitet. Kann man, ich meine, es gibt auch nichts Einfaches, muss man auch sagen. Es ist aber auch eben deswegen ein Klassiker geworden. Ist cool zu machen, schmeckt fein, es ist toll mariniert, es ist alles, der Sesam ist gut. Der Salat schmeckt sehr gut.
Ich mag das aber, ich bin auch ein Fan davon. Ich mag Asien, ich mag den Orient. Für mich ist das fein. Sehr lecker. Tapioca, du hast ein bisschen Akustik. Top. Ja, scheiße, kann man nicht verbessern. Gut. Die Dinger sind ja auch mega, ne? Sehr, sehr lecker. Das ist schön, also, das freut mich. Das stimmt zuversichtlich. Ich würde hoffen auf 8 bis 9 Punkte. Das wäre so meine Hoffnung. Ja, also Bombengericht, ne? Aber wie viele Punkte ich gebe, das verrate ich doch nicht heute. Mm-mm. Mikes Punkte gibt es wie immer am Finaltag. Und beruht Helenes Liebe auf Gegenseitigkeit? Wenn ich jetzt hier in München Schwabing bin, ja, und höre kosmopolitische Küche, ja, ein bisschen israelisch, ein bisschen Mese, Aromatik pur, bei diesem Gericht, was ich gegessen habe, erwarte ich genau das. Und ich glaube, das wird seine Punkte abgreifen. Also ich drücke in die Daumen, ne? Der hat sein Jurastudium umsonst gemacht. Gut, dass er in der Gastronomie ist, der liebe David.